Willkommen zurück zu Final Fantasy VII. In der letzten Folge haben wir den Weg für Cloud freigemacht. Und jetzt geht's weiter mit Barrett. Wir hoffen, wir kommen wieder gleich zusammen. Mit unserer Truppe. Was cool wäre. Und Red müssen wir noch leveln. Stimmt ja, ne? Und jetzt kommt wahrscheinlich ein Boss, weil wir davor rasten konnten. Stimmt. Lass uns noch mal schnell in den Shop gucken. Das habe ich nicht getan. Und vielleicht können wir Barreto und Dings noch leveln. Das hätte ich vielleicht eher machen sollen. Wir haben ja ein bisschen Geld ausverkauft. Das sollten wir immer holen, wahrscheinlich. Alles, was billig ist. Und dann der Automat, bitte. Wir haben 5 Punkte Waffenstufe 3 freigeschaltet. Man schaltet auch noch Waffen frei, Codex 3 freigeschaltet. Ah, okay. 10, 10, 10. Wir haben nur 5, 5, 5. Wir könnten das hier nehmen, ne? 5. Ne, das hier. 5. Da müssen wir eh warten bei 10. Red auch noch was? Ja, okay, der hat auch was freigeschaltet jetzt, ne? Aber er hat da hinten alles. Das hier ist 10, 10. Dann können wir aber das hier noch mitnehmen. 5. Feurige Verkettung. Damit wir bei denen alles haben, bei ihnen. Oder? Ja, doch. Ich habe mich gerade gewundert, so. Achso, Cloud hat 10. Joa, mit Aeros was. Das kann nicht schaden, immer hier, ne, auf die Synchro-Spezialitäten zu gehen. Da haben wir mehr Auswahl, damit wir mehr freischalten können. Hier hinten gibt es noch was. Und dann jetzt hier oben. Alter, wie weit geht das noch? Man kann wahrscheinlich auch viel leveln. Bin enttäuscht, wenn wir nicht viel leveln können. Dann verdrücke ich ein Tränchen. So, hier haben wir auch noch was. Fertig. Erstmal alles, was 5 hat, voll machen und dann kommen die 10er Sachen jetzt. Gut. Mehr gibt's nicht. Aber ich wollte das machen, bevor wir hier reingehen, weil es bestimmt ein Kampf sieht so aus. Natürlich, oder? 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 Wäre enttäuscht, wenn nicht. Okay, ein Golem. Willst du was unter Natur gefunden? Eine, die wir geweckt haben. Zeit für eine gute Nachtgeschichte vom alten Papa Barrett. Ja, Papa Barrett. Was hast du entdeckt? Sag mir doch auch mal einen Schwachpunkt. Aua, das war nicht der Schwachpunkt. Jetzt macht der Onkel mal Konfetti. Der Sprecher von Barrett, ne? Die Chance muss genutzt werden. Der Kopf. Schockschuss, Blitzimpuls hat er auch. Cool. Wir nehmen aber maximale Wut. Sichelklauen. Ein Schock haben wir. Ja. Synchro-Fähigkeiten gehen noch nicht. Barrett muss noch, ne? Sichelklaue. Maximal Wut. Ich sag einfach nichts. Ich würde gerade sagen, ist ja easy. Und dann kommt das hier. Jetzt hat er 2 Augen. Ja, klar. Alles klar. Junge, Junge, ganz schöner Brocken. Wenn wir den einsacken und mit nach Hause nehmen, sind wir mit Vielmilliardäre. Das ist eine harte Nuss. Ja!
Vielleicht sollten wir auf den Rücken gehen, der war angreifbar. Die explodieren hier, aua, dafür kann ich nichts. Dafür kann ich echt nichts. Dann bin ich wohl dran. Luft ist zwecklos. Was sollen wir denn tun? Ifrit, Hilfe! Ich bitte dich, erhöre mich. Oh, wie der aussieht. Ifrit! Vita bitte, Barretto. Hör auf, ich will doch auch was. Ich glaube, solange wir das haben, sollten wir essbar Fähigkeiten machen, ne? Er blockt einfach. Vielleicht sollten wir da auch einfach von den... Man sieht sie schon vorher, das wusste ich nicht. Was zur Hölle? Ja, das ist, ne? Gut. Weiter so. Der rechte Arm ist zerstört. Keinen Pinfall. Barretto! Visionssynthese, was nehmen wir? Sprunggeheuer! Der Rücken muss weg! So ist das also. Dann noch mal den Schwachbomb. Hat er gerade... Ja, jetzt kommt Ifrit nochmal. Sehen wir Ifrits Attacke auch. Cool. Bei den Mogli Schokobo haben wir das nicht, aber bei Ifrit und Shiva. Gelobt sei was? Wir sollten Highspray machen. Wie das schmeckt, weiß ich auch nicht. Schockschuss! Barretto! Okay, wir setzen Limit ein. Was ist Mondheuler? Durch Heulen des Mondes kann die Rächerhaltung länger beibehalten werden. Blutzahl. Der Angreif folgt einem tierischen Instinkten. Okay. Setz mal einen drauf, Barretto. Red macht noch ein paar Sichelklauen. Und noch einen hinterher. Auf Onkel Barrettes Palast. Na? Das tut weh. Das tut vielleicht ein bisschen weh. Kann er noch ein bisschen leveln hier, ne, mit der Sichelklaue. So, das war's. Feuerstoß und alles Mögliche auf jetzt. Der Golem ist nicht mehr. Habt ihr beiden diesmal gut gemacht. Welch eine Ehre. Der hat eine Treppe gemacht. Cool. Die letzten Kämpfe waren ja nicht so, aber jetzt einmal getrumpft. Und die Aufnahme ist intakt. Kein Fehler. Yay! Und alle so, ja, ich könnte das besser. Ja, könnt ihr auch. Behauptet keiner. Finde ich toll, dass alle das besser können.
Achso, hier kamen wir runter. Okay. Dann geht's hier hoch. Und wir nehmen dann noch das Mithril von ihm mit, ne? Wenn er schon mal eine Treppe macht und uns das da lässt. Nice. Und spielen Fußball damit. Habe ich irgendwas vergessen? Nee. Das ist hier um die Ecke, ne? Achso. Ich bin wieder blind. Das war nicht um die Ecke, das war hier oben. Es geht weiter hoch oder hier lang. Hier lang ist viel cooler. Hier sind die eben auch lang gegangen, oder? Was ist? Aeris hat das Tor schon geöffnet. Du brauchst das nicht, Barrett. Was soll das? Echt? Das ist aber nice, dass sie dran gedacht haben, dass wenn man da rumgeht, dass man da runterspringen kann und wieder hier auf dem Weg ist. Wir kommen, jetzt haben die Vorsprung oder was, weil wir denen geholfen haben. Und die waren, sind von hier unten rübergekommen, ja? Hier gibt es bestimmt noch was. Die sind da durchgekommen wahrscheinlich oder von da, nee, von da kamen wir. Hinter denen ist alles eingestürzt, oder? Kann sein. Ach nee, wir sind ja von oben gekommen. Stimmt, die sind hier runtergestürzt und dann wussten die nicht mehr, wo lang. Also. Hier ist der Rückweg. Da wollte ich nicht hin. Wir gehen wieder hoch. Und da sind sie ja schon. Da sind sie ja schon. Achtung, lässt deine Gruppe nicht zurück. Ja, aber ich wollte da doch gucken gehen. Naja, dann zur Gruppe. Na ja. Wir sind auch wieder da. Ja. Na endlich. Das Mithril hat so geblendet, dass der Weg kaum zu sehen war. Nicht? Der Boden kann jederzeit nachgeben. Wir sollten schleunigst verschwinden. Ja, aber Shinra weiß, dass wir hier sind. Womöglich lauern sie uns auf. Ich würde es an ihrer Stelle ja tun. Trotzdem, es gibt keinen Weg zurück. Nicht nach dem, was wir in Midgar gesehen haben. Gibt's auch nicht. Es ist unsere verdammte Pflicht, den Planeten zu beschützen. Wenn Shinra uns in die Quere kommt, wird halt gekämpft. Lasst uns den Schwarzkutten folgen. Vielleicht führen sie uns ja zu Sephiroth. Ja, aber vielleicht sollten wir noch trainieren, bevor wir nach Sephiroth gehen. Nur so eine Überlegung. Ganz kleine Überlegung nur so. Vielleicht sollten wir ihn doch nicht aufsuchen jetzt so. Ich meine, er hat uns gerettet, ja. Ich glaube, von hier kamen wir, ne? Hier sind wir irgendwo abgestürzt, kann das sein? Verlasse die Mithril-Minen. Okay, da dürfen wir nicht lang gehen. Gut. Ja, hier sind auch keine Angebote mehr, also waren wir schon. Ja gut, okay, wir verlassen die Minen. Es tut mir leid, dass ich hier lang gehen wollte. Ich dachte, es wäre gut. Stimmt, hier oben war der Kampf, oder? Dann sind wir da runtergestürzt. Hier war eine größere Platte, glaube ich. Das könnte Sinn machen. Hier war eine Riesenplatte abgestürzt. Wir sind da gelandet. Wir sind weiter unten gelandet und sind dann hoch. Einmal umzugelaufen. Hier hoch. Um dann wieder zurückzukommen. Vielleicht. Oder ich bilde es mir ein. Ist egal. Auf jeden Fall aus den Minen raus. Oh, die Musik, ne? Jetzt erst recht.
Dum 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 dum. Blitz! Nicht übertreiben! Kein Problem! Hab dich, ich war unversiedig! Red, sich hier klauen! Magie auf Barretto. Zieh dich zurück, nichts überstürzt. Ich versuch's. Da geht noch was. Barretto macht extra Magazin, damit wir die schocken können. Das tut schocken. Oder besiegen. Barretto ist voll krass, ne? Jedenfalls hier drinne. Ich gehe schon mal. Sieg! Vielleicht hätten wir doch heilen sollen. Aber ja, 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 gut. Ogre besiegt. Ich hoffe ja nicht, dass noch ein Gegner kommt oder sowas. Also ich meine Boss. Wir hatten ja schon zwei Stück jetzt. Oder? 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 Wir sammeln alles ein. Das ist auch nur noch geradlinig. Oder? Vielleicht kommt was von der Decke oder so. Ich glaube, Aeris muss noch, ne? Ziemlich schwach. Wir gucken jetzt sofort nach, weil ich vergesse immer die Gruppe zu wechseln. So. Genau, Aeris muss noch. Die anderen haben schon jetzt alles gelernt. So, kommt ihr mal wieder rein. Jetzt lernt Aeris noch ihr Kram, bevor es wieder neue Waffe gibt. Ist bestimmt wieder so, ne? Wir haben sie die ganze Zeit vergessen. Gleich hat sie gelevelt und dann gibt es die nächste Waffe. Für Aeris. Ich glaube, Cloud ist jetzt... Was ist denn hier jetzt los? Ich mache das sonst nicht vorher speichern, aber ich glaube meiner Theorie, dass kein Gegner kommt, nicht. Wenn man sich selber nicht glaubt. Wir haben die schwarze Kutten verfolgt. Hey, sag mal. Schicht im Schacht. Und Shinra? Keine Spur. Ein Adler. Okay. Wie schrecklich. Das hat niemand verdient. Ob das da ihr Ziel ist? Shinras Festungsstadt, Junon. Los. Festungsstadt, okay. Beginn einer neuen Ära in Junon. Ist das jetzt da, wo man infiltriert wird? Also ich meine, wo die, ne, hier infiltrieren. Esper Phönix, eine neue Esper im Kampf hinzugefügt. Achso. Ach so. Ja, ist ja ein neues Gebiet hier, ne? Woher ist dieser riesige Vogel gerade gekommen? Man erzählt sich von einem Kondor, der einen alten Inselreaktor zu seinem Nest gemacht haben soll. Ob das stimmt, kann ich allerdings nicht sagen. Und wie man die Insel erreicht, weiß ich leider auch nicht. Geschieht diesen Shinra-Säcken jedenfalls recht. Dem armen Mann aber nicht. Nur wenn wir ihn nicht erreichen können. Ja. Lasst uns erstmal nach Junon gehen. Ja, wir gehen erstmal nach Junon und dann... Was das überall? Wenn wir teleportieren können, ne? Das ist ja das zweite Gebiet hier wahrscheinlich. Ist das genauso riesig wie alles andere? Ich meine, hier sind die Türme schon mal. Kamen wir von hier? Ja. Ich würde gern mal die Weltkarte haben. Nö, hier hinten ist das. Hier in der Mitte ist einfach dann gar nichts. Graslandregion, Junon-Region. Wenn wir jetzt...
den nächsten Teleportpunkt haben, machen wir erstmal die Grasland. Okay, Mithril-Minen. Das ist also Junon hier. Alles. Auch dann hier unten lang. Und da rechts lang. Hier hoch? Ne, hier ist der Sumpf wieder, ne? Hier war die andere Region. Ja, dann ist das ja nicht so groß, finde ich, ne? Wenn wir das hier mitnehmen, bis hier hinten, da vorne, da, hier. Und dann alle Nebenquests machen. Hier ist schon die Festung Junon. Da ist das ja nicht so riesig, was mich freut, weil ich hätte so eine riesige Open World, wenn das alles hier eine Open World gewesen wäre, nicht, ne? Ich glaube, das haben die als Anlass genommen gesagt, okay. Dann machen wir nur so ein paar Teile. Aber weil wir noch ein bisschen Zeit haben, gehen wir erstmal zurückporten. Auf die Weltkarte. Nach zurück hierher und was können wir noch erkunden? Den hier, ne? Die Esper-Kunde 3 machen wir noch kurz. Machen wir nicht. Wir können keine Schnellreise machen. Gut, machen wir nicht. Wir machen erst Junon. Warum darf ich denn mich nicht entscheiden? Warum denn nicht? Cloud. Wieso dürfen wir nicht zurück? Schnell reisen. Gut, wir folgen diesem Chocobo zur Haltestelle. Perfekt. Können wir das aufstellen und dann sage ich, okay. Die Chocobo-Haltestelle ist wieder in Betrieb. Und den Chocobo einmal streicheln. Kleiner Chocobo. Hier kriegen wir bestimmt auch wieder einen neuen Sattel und sowas, ne? Kleiner, kleiner Mini-Chocobo. Gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat bis hierhin und ihr nichts verpassen wollt, dann drückt den Abo-Button, drückt auch die Glocke und lässt ein Like da, um mich zu unterstützen. Also der Like zum Unterstützen, Abo und ihr wisst das. Okay, danke. Dann auf Wiedersehen und ich wünsche einen schönen Tag. Tschüss.